50 Cent und die Tore zum Thron öffnen sich. Herzlich willkommen auf der Berliner Toilette. Welcome to the Berlin Toilet. Auf der anderen Seite keine Bezahlschranke zum Pissoir. Der Zugang ist kostenlos. Er ist entfacht. Der Streit um die Notdurft. Zum Verrichten der Dinge müssen Frauen auf öffentlichen Toiletten bezahlen. Männer nicht? Ist das gerecht? Oha. Ja, unfair, ne? Na, das geht natürlich überhaupt nicht. Das ist ja ist ungerecht, ne? Absolut. Das finde ich schlecht, also dass man einen Unterschied macht. Weil eigentlich muss man ja dasselbe tun. Oder? Einigkeit im aufgeklärten Berlin. Wirklich cool geht anders. Eine Ungerechtigkeit, die zum Himmel stinkt. Vielleicht erklärt sich der Preisunterschied, wenn man mal das Leistungsspektrum betrachtet. Der Gratisbereich der Herren glänzt mit kaltem Chrom. Eng und minimalistisch, aber mit besonderer Aussicht auch für Unbeteiligte. Hinter dem 50-Cent-Tor für die Damen wartet ein Mix aus Porzellan und Chrom. Das Raumangebot ist großzügig und ohne viel Schnickschnack. Das Extra nach jeder Sitzung wird automatisch gereinigt. Ja, also so richtig viel Wellness gibt's hier nicht, aber was man sagen muss, für eine öffentliche Toilette ist das doch ziemlich sauber. Und, hören Sie, es gibt schöne Musik. Trotzdem, Zweiklassengesellschaft auf dem stillen Örtchen? Wo bleibt da die Gleichberechtigung? Wären Sie denn bereit, auch dafür zu zahlen? Ja, selbstverständlich. Also wenn ich muss, dann muss ich bezahlen. Rein aus der Gerechtigkeit könnte man das natürlich überlegen. Auf jeden Fall. Also wenn ich weiß, dass sie sauber ist, warum nicht? Wenn ich richtig Druck drauf hätte, ne, sag ich mal so, wie wir so sprechen im Ruhrgebiet, dann würde ich einen Euro bezahlen oder auch zwei. Aber ich würde nicht in der Ecke machen. Andere schon, wie wir alle wissen. Aber auf dem Pott sind alle gleich, zumindest in der Theorie. Wir machen ernst und kassieren jetzt auch die Männer ab. Mal sehen, wie die Gleichberechtigung in der Praxis ankommt. Entschuldigung, Sie sind vom Gebühreneinzug. Ich müsste jetzt mal die Nutzungsgebühr 50 Cent einmal erheben. Weil auf der Seite der Frauen sind es auch 50 Cent und hier müssen wir es so manuell abkassieren. Ich bin sicher, wir können das nicht vorher irgendwie ankündigen. 50 Cent einmal pro Nutzung. Kein Problem. Kein Problem für Sie? Nein. Wir müssen hier für die Herrentoilette jetzt auch Gebühren nehmen. Nee. Dann löse ich mal auf. Wir haben einen kleinen Scherz gemacht. Ich hätte nichts dagegen. Fände es aber auch schön, wenn es Möglichkeiten gäbe, dass Frauen kostenfrei gehen können. Ich denke mal, wenn wir hier in Berlin so viel Geld lassen, dann ist es eigentlich mehr als gerecht, wenn man hier auch einfach mal kostenlos auf Toilette geht und nicht hinter den nächsten Baum gehen muss. Da ist doch international, da dürfte man überhaupt nichts nehmen. Die ist eh schon pleite. Also bitte, ein bisschen mehr oder weniger spielt auch keine Rolle mehr. Die Meinungen sind wie das Toilettenhäuschen gespalten. Wozu braucht es eigentlich in Berlin das Geschäft mit dem Geschäft? Jan Thomsen ist Pressesprecher der Senatsverwaltung und hat Erklärungen. Warum müssen denn in einer Stadt wie Berlin Frauen für die Nutzung der Toilette bezahlen im öffentlichen Raum und Männer nicht? Ja, es liegt einfach daran, wir nehmen eine Schutzgebühr für die Toiletten, damit diese Räume nicht komplett frei zugänglich sind, denn dann wird dort sehr schnell was anderes gemacht, da werden Drogen konsumiert, da wird übernachtet und dann kann sie niemand mehr benutzen. Und jetzt heißt es natürlich aber Sexismus. Ungerecht. Ja. Ich verstehe, dass da Frauen sich ungerecht behandelt fühlen. Sie sind auch ungerecht behandelt. Wir müssten gucken, dass wir kostenlose Darmurinale einrichten. Und wir werden uns diesem Thema stärker öffnen, damit wir dafür eine Lösung finden. Und bis dahin hilft vielleicht der Gruppengang zur Erleichterung der Blase und des Geldbeutels. Vielen Dank für Ihre Benutzung. Wir hoffen, Sie waren mit unserem Service zufrieden.